Hallihallo, Hallöle, hier ist der Agri für euch. Kuckuck. War das jetzt mein Cue? Ja, dein Cue war das. Hallo, der Old ist natürlich auch am Start und wir starten hier in eine kleine Trainingssession. Richtig, denn morgen ist das Turnier, wahrscheinlich ist das Video dann erst danach dem Turnier schon erst freigeschaltet, aber ja, wollte es einfach mal so erwähnen. Schön. Schön, ne? Und wir trainieren jetzt für das Turnier, was dann wahrscheinlich schon gelaufen ist. Was ich dann schon gewonnen haben werde. Ja, was Rosen oder ich dann wahrscheinlich schon gewonnen haben werden. Wahrscheinlich sind wir beide dann auf Platz 1. Platz 15 und 16. Ja, oder so. Das kann auch sein. Ja, und jetzt erstmal gegeneinander, 1-on-1, eine Runde Desert Striken. Ich nehme jetzt, lass hier auch mal Zufall. Ich weiß gar nicht, oder soll ich? Ich weiß auch noch gar nicht, was ich im Turnier jetzt spielen werde, was für eine Rasse. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall keinen Zerg spielen, weil Zerg einfach zu schwach ist bei DSH. Du bist aus dem DSH. Nee, der Satz 3 kotzt, DSH. So ganz klar. Hört sich an wie so ein Unterwäsche-Billigprodukt. Ich trage nur DSH. Ganz neu bei H&M. Mein Negligé ist auch von DSH. Ja? Ja. Ich trage ja immer so ein Schlaf-Negligé. Negligé. Negligé. Mhm. Das ist ja dieses durchsichtiges Nachthemd, weißt du? Geil. Und dem sitze ich hier auch gerade noch. Dann sieht man deine behaarten Bubis. Ja, und in Tütü. Tütü, ja. Tütü und Negligé sitze ich hier. Ja, und wenn er ausgeträgt, dann nur Neckholder und so. Was ist denn ein Neckholder? Was? Ja, was ist denn ein Neckholder? Neck, Nacken, Holder, halten, also irgendwas, was am Nacken gehalten wird. Ein Nackedei. So ein Hundekettchen oder was? Ja, so ungefähr. Oh mein Gott, er ist hier in dem Schatten. Oh mein Gott. Das ist doch das erste Mal, dass ich gerade eine 1-on-1 hier spiele. Ja, das war geil. Bei dir sieht Streik. Die sieht. Die sieht. Die sieht. Die sieht. Die sieht Streiken. Ich hab sogar Lufteinheiten schon, Ulsi. Mhm. Ist das so? Ja. Glaube ich dir. Ja. Rockt. Rockt, nicht, meinst du? Nicht. Fuck. Der Wuldi, der ist. Ist Lümmel. Ist Lümmel? Ist du Lümmel. Bist Lümmel. Du bist Lümmel. Du bist Lümmel. Lümmlon. Ja, das kann sein. So. Oha. Es sind schon zwei Kubusse da. Kubusse. Kubusse. Gugun. Kubun. Gugun. Kreuzer, ja. Ah, ne, das war Gorgun, ne? Das war der Gorgun-Kreuzer. Der Gugun. Das ist auch so ein Gugun. Ja. Das geht ab, ne? Weil die Wellen alle 30 Sekunden kommen, da kann man gar nicht so schnell abbauen. Ja, ja, ist echt freaky. Ich muss mich hier auch gerade so ein bisschen konzentrieren. Me too. Zackt mich ein bisschen an, dass deine scheiß Mutterschiffkerne da rumstehen. Schade, dass man nicht noch mehr bauen kann, das wäre geil. Wie so 20 Stück. Ja, Kernpower. Es wäre cool, wenn es irgendwie so ein Desert Strike geben würde, wo man noch die alten StarCraft-Einheiten bauen kann. Das wäre mal ganz nice. Das wäre ganz nice, ne? War ganz nice anzuschauen. Ganz nice wäre das. Ja, eigentlich schon. Gibt es ja leider nicht so weit. Nee. So weit gibt's nicht. So weit gibt's nicht. Aber jetzt hat er ja auch den Chor. Jetzt habe ich auch den Chor. Den Chor. Den Chor. Der Cora. Cora? Cora Schumacher? Ja. Hardcore Cora. Pornoralle. Pornoralle und Hardcore Cora. Das sind unsere Freunde. Das sieht richtig gut, sind die. Der Uli, der hat eine gute Masse da. Geht. Geht klarchen. Geht klar, Mann. Geht klar, Mann. Klärchen. Ah, jetzt kommst du doch gerade. Ja. Also, wo weißt du das? Ich hab doch gar keine Webcam ab. Schwein. Oh ja.
Schwein, kleiner Stalker, du. Gib es mir, du Sau. Richtig geil ist der. Chichi-Mann. Das ist Chichi-Mann. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Chi-Unit. Jetzt sammelt sich da aber auch ein bisschen was an da bei dir. Das gefällt mir ja nicht. Mir schon. Gar nicht gefallen tut mir dies. Ich baue ab jetzt gerade gleich Upgrade to Tier 3 fertig und baue gleich Tempest. Nein. Tempest sind viel zu teuer, ey. Kannst du gerne machen. Ja, denke auch. Hey, komme ich trotzdem nicht voran. Also, du hältst durchgehend die scheiß Mittellinie. Das finde ich auch noch recht gut gerade. Ja, ne? Recht okay finde ich das. Ich nicht so, ehrlich gesagt. Ich finde, du kannst dich jetzt eigentlich mal verpissen da. Du kannst dich verpissen. Pissi, pissi. Er ist das Herz der Finsternis. Er ist Voldemort. Oh, ich habe Level 2 erreicht. Was ist hier los? Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ich bin auch schon auf Level 6. Hat dir schon wieder ein Reset gemacht. Warte mal, ich guck mal kurz, wie viele Siege. 11 Games, 4 Siege. Das ist keine gute Statistik. Wo kann ich das nachgucken? Oben links. Stats, ganz rechts. Da ist ja einmal die Probe, dann einmal Ability Control und dann einmal Stats. Hä? Kannst du das nachgucken? Gut, dass ich gestern, ich habe ein Game, einen Win. Ja, du bist ja auch auf dem US, da ist das ja dann gesettet. Auf dem US bin ich, ach so, stimmt ja. Da ist das deswegen, doch gesettet. Deswegen ist das hier so. So ist das. Ich kann ja keiner ahnen. Nee. Alter Falter, es geht jetzt aber auch ganz schön hier ab. Ja, ne? Du hast eine ganz schöne Masse, muss ich dir mal so sagen, ne? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Nicht? Dass du mich jetzt hier platt machst. Ich finde das ganz gut. Nee, ich finde das scheiße, echt. Das mag der Los, Chichi- auf den Bunker, ihr Stalkies. Das mag der Chichi-Mann nicht. Chichi-Mann. Chichi-Mann, ich bin der Chichi-Mann. Olsen hat meinen Bunker wegrasiert. Ja. Du Pimmelfalke, du. Ja. Der kommt, weißt du, so ein Sturzflug kommt da auf dich angeflogen, der Pimmelfalke. Und dann rammt er dir den Stab rein. Das ist der Pimmelfalke. Ganz schlimm. Ja, schlimm ist hier. Ist schon ein krasser Typ. Richtig krasser Typ. Der Pimmelfalke. Da hat mir die Basis aber ganz schön meine Einheiten weggeballert. Natürlich. So muss das sein. Ist ja nicht los. Hast du noch gar keine DTs und sowas? Nee. Wenn, dann würde ich sie nicht verraten. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann denn hier endlich so bescheuerte DTs kommen von dir. Warum? Warum fragst du dich das? Das wäre doch so. Sind doch schon da die ganze Zeit. Das ist doch deine sind perfekte doch Taktik. Sind doch fette DTs da. 10 Stück. Merkst du das gar nicht? Nee, ich glaube nicht. Der stehen doch da. Weißt du es nicht? Die zat, zat, zat. Zat, zat. Noch sehe ich sie nicht. Ach, da. Also sind jetzt 3 oder 4 Stück schon. Jetzt sind es gleich 8. Und die nehmen dann die Sachen ganz schön auseinander bei dir, ne? Also. Naja. Ich frag mich auch schon die ganze Zeit. Ah, jetzt habe ich sie auch gesehen. Jetzt sind. Da sammeln sich richtig welche an. Richtige DT-Batterie. Richtige DT-Batterie da. Die machen eine richtige Schnitzelpower. Unglaublich. Hier gibt's richtig Geschnetzeltes. Geschnetzeltes. Ja, du hast doch bestimmt jetzt gleich ein Opsi schon. Na klar. Na klärchen. Du musst aber erst das Upgrade machen, da hast du mich ja jetzt dazu gezwungen. Jetzt hat er ja gescannt. Ah, die ratzeln trotzdem gut was weg, ne? Ja. Halt gerade noch ein bisschen zu viele. Mhm.
Ja, die Tees sind schon geil. Na gut, aber sobald du Obst hast. Okay, sind jetzt, haben sich natürlich ein paar da angesammelt, ne? Ah, deswegen. Ah. Das darf fällt man nicht auch, unterschätzen. Fällt mir auch gerade gar nicht. Ja, jetzt ist doch Onkel Obst da. Onkel Obsten? Onkel Obst. Das Schöne ist, man kann die jetzt zur Archmutzern morphen. Für die Tees. Rocken. 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 Onkel Roxon. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Jetzt kommen noch Archhörner dazu. Archhörner. Ja. Glaubst ja wohl nicht. Ich meine, diese Archhörner. Mhm. Das ist schon nette Biester. Hier noch die Tees nehmen. Ich glaub nicht. Also ein paar, zwei schicke ich immer noch mit. Ich habe mittlerweile auch ein paar Storkies. Ja, ein paar hast du, ne? Mhm. Die gefallen mir auch recht gut. Mhm, die sind schon nicht schlecht. Nee, ich werde im Turnier auch auf jeden Fall Protoss spielen. Ja. Ich hab irgendwie keine Lust auf Terra. Deswegen. Na, Protoss ist schon nice. Alter, ist das eine Masse, ne? Mhm. Sowas von krass. Man da, also ich entwickle auch nie dieses Transit, ne? Jedenfalls nicht bis zum richtigen Late Game. Weil es sackt einfach. Ja, findest du? Ja, weil dann beamen sie sich immer weg. Erstmal machen die dann keinen Schaden. Ja, stimmt. Sie sich andauernd wegbeamen. Und die blocken halt auch überhaupt nicht. Das zackt voll. Mhm. Aber jetzt kommt wieder Onkel Basis, Alter. Ey, chill doch mal deine Basis, Junge. Onkel Basis ist schon... Onkel Basis macht voll krass, Alter. Onkel aber jetzt Basis geht's ab. Oh, netter Freund. Onkel Basis geht down, aber noch nicht ganz. Nee. Ich muss jetzt mal ein paar Immortalisse bauen. Immortalisse? Immortals, ich bin unsterblich. Danke. Mhm. Ich auch. Ja. Ja, ach, das sind echte Archons. So. Mhm. Das sind sie. Kannst du ruhig scannen. Ich dachte schon, ich denke, ey, wo ist mein Obse? Baut ihr hier echte Arschhörner, ey? Ich glaube, ich spinne. Na klar. Onkel Basis, der hat mich auch echt gerettet. Nochmal. Der hat dich gerade echt super gerettet. Onkel Basis war nett. Das hat echt gerockt. Mhm. Wie viel Gas hast du denn momentan? Vier. Nein. Das will er mir nicht verraten, oder? Das will er nicht verraten. Kannst du das scannen? Ach nö. Das muss ja gerade nicht sein. Nein, ich hab zwei Gas. Zwei, ich hab nur eins. Das ist ja frech. Oh, jetzt sammelt sich da aber gerade was an bei dir. Ja. Das kotzt mich an, ey. Die übelste Masse einfach nur. Deswegen, das ist hier ganz krass, finde ich, ne? Ja, weil du hast jetzt ein bisschen umgestellt und dann wird's gleich wieder brenzlig. Ein bisschen umgestellt, ein bisschen gegen Stalker gebaut. Gefällt mir gar nicht. Mir schon. Sehr gut sogar. Jetzt bin ich drüben. Er ist drüben. Ah, ich habe doch keinen Bonus irgendwie. Bis jetzt noch nicht. Jetzt müssten wir haben. Ne, hab ich noch nicht. Verstehe ich gar nicht. Wo sieht man den denn? Der wird angezeigt, wenn man dann die Probe hat. Da muss dann so ein kleines Golddingchen ist dann da. Stimmt, momentan habe ich den noch. Aber warum? Steht bei meiner Canon da 15%, ne? Ach doch nicht. Ah doch, irgendwie schon, keine Ahnung. Weil bei mir der Ops noch auf deiner Seite steht. Ach, jetzt ist er tot. Jetzt habe ich es, ja. Wollte ich gerade sagen. Ich brauche jetzt auch erstmal einen Ops. Ist ja dreist. Ist dreist, ne? Mega dreist. Das gefällt mir echt gar nicht. Frechheit ist das. Ist nicht in Ordnung.
was du hier betreibst. Heradaktural. Heradaktural. Olsen am Start. Mhm. Herr Olsen. Herr Olsen. Alter, so viele Unsterbliche, ey. Ja, du spinnst ja auch voll. Du hast so viele. Spinnst ja wohl. Wenn du ja Unsterbliche und Dings baust, ey. Und Archons. Du hast doch die Masse da. Naja, deine Basis, ey. Das ist so krass, wenn man in dieser Rückwärtsbewegung ist, ey. Bis man die erstmal wieder aufhält. Guck dir erstmal an, Alter, was da jetzt bei dir steht auf der Seite. Das ist ja wohl der übelste Blockbraten. Das stimmt. Aber noch habe ich den Bonus. Muss ich noch ein bisschen länger halten jetzt. Das wäre ganz gut. Aber ich glaube, ich komme jetzt wieder zurück. Nee, das lasse ich nicht zurückkommen. Noch habe ich den Bonus. Ah, jetzt ist er weg. Scheiße, ey. Ficky, Ficky. Ficky, Ficky. Voll frech. Jetzt baue ich noch die gebündelte Energie. Hm. Ach, das ist schon die gebündelte Energie beim Aggressor. Ja, klar, schon lange. Ich glaube, du spinnst. Ich hab ja ordentlich Stalkies. So krass. Ordentlich Stalker, das geht. So krass. Die Stalker sind cool. Ajo. Die Unsterblichen rocken mich weg. Das ist das Problem. Na, die auch. Die sind halt auch übelst geil. Mhm. Bam, 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 bam. Alter, was da für eine Bratmasse kommt, ey. Die können alle gar nicht schießen, ey. Aber das ist schön, ist das. Es ist wirklich schön. Es ist wie ein richtig. Oha, 3, 2, 1, da bin ich normal, aber down. Gigi! Gigi hat er mich hart rangenommen. Richtig schön den Popo versohlt. Den machen wir hinten links, rechts drauf und das so richtig in Ballung kommt. Hm.